Deutschland, ein Hort des Hortens. In unserer Hauptstadt Amsterdam bersten die Vorratskeller von Glühbirnen, Mentholzigaretten und natürlich Angela Merkels Bläserorchester. Tja, viele Malermeister benutzen heute gar nicht mehr die altmodischen Farbpaletten, sondern nehmen das und fragen, Bulgarien 2007, wäre das nicht ein Farbton für ihr Gästeklo? Schuld ist natürlich die Regulierungswut der EU. Selbst Politiker gestehen jetzt ihren Ärger auf die strenge Schwester Europa. Arbeiterführer Peer Steinbrück bunkert 100 Glühbirnen im Keller für seine speziellen französischen Lampen. Bringt damit natürlich endlich mal die Nöte von Millionen Hartz-Empfängern auf den Punkt. Was mache ich nur mit meiner speziellen französischen Lampe? Ähnlich Abkanzler Helmut Schmidt. Zeitlebens ein Feind staatlicher Eingriffe. In den 70er Jahren gewährte er uns sogar die sogenannten Zigarettensonntage. Viele Leute haben damals so viel geraucht, dass sie überhaupt nicht mehr zum Autofahren kamen. Heute rollt Helmut Schmidt selbst zum Lachen in den Keller zu seinem eisernen Vorrat. Da liegen noch 200 Stangen Reno-Menthol-Zigaretten. Auch das Menthol in Schmidts Schnupftabak will die EU jetzt verbieten. Das ist ein Drama. Das kann so nicht bleiben. Und nun hat Peer Steinbrück endlich mal gezeigt, dass er es kann. Er bringt die Werte der SPD in den Keller und kommt mit der Glühbirne wieder hoch. Guter Tausch, sagen viele, denn der Hass auf amtlich normierte Bananenlänge oder Gurkenkrümmung oder Lampenschlampen oder Zigarette sich wer kann, diese ganze Bevormundung der Bürger durch die EU, das regt die Menschen auf. Wer denkt sich sowas aus? Wenn Sie heute zu Osram gehen, werden Sie sehen, dass Sie für die ganz unterschiedlichen Wünsche auch unterschiedliche Energiesparlampen haben. Und der eigentliche Grund, warum wir das machen, deswegen habe ich das mitgebracht, ich verschenke in meinem Wahlkreis in Salzgitter und Wolfenbüttel nämlich 5.000 davon im Wahlkampf, ist, dass wir Geld damit sparen. Ja, mit einem Brief an die EU-Kommission trat Bundesumweltminister Sigmar Osram Gabriel vor vielen Jahren das europäische Glühbirnenverbot los. Dann durfte er nur noch einmal kurz zu Frank Plasbeck sich entschuldigen und seitdem hockt er zur Strafe bei Peer Steinbrück im Keller. Und an hohen Feiertagen schütten die beiden sich ordentlich einen auf die Lampe gegen das Vergessen.